Guten Morgen, Silvana. Seit 15 Minuten wach und fast keine davon ohne Verbrauch von Strom. Wie steht es um das eigentlich in der Schweiz? Der Stromverbrauch in der Schweiz ist in den letzten 100 Jahren rapide angestiegen und wird das auch weiterhin. Also wir haben die Energiestrategie 2050, wo eigentlich der Weg ist, wie man den wegfallenden Strom aus den AKW kann ersetzen kann. Über die haben wir abgestimmt und die wird jetzt auch sukzessive umgesetzt. Aktuell sind noch fast 40% von unserem Strommix nicht erneuerbar. In Zukunft muss der Teil mit erneuerbarer Energie ersetzt werden. Zudem besteht bei unserer Energieproduktion auch eine grosse Abhängigkeit vom Ausland. Wir sind zu etwa 75-80% vom Ausland abhängig in unserer Energieversorgung. Bei den erneuerbaren Energien bedeutet es, dass man vor allem Photovoltaik stark ausbauen möchte und muss, aber auch alle anderen natürlich im Rahmen für ein Potenzial. Wind ist eigentlich gar nie nicht heute. Wir hätten Potenzial laut Umweltverbänden von etwa 400 Anlagen und heute haben wir 38. Wäre eine super Ergänzung zur Photovoltaik, also auch wenn wir über Winterstromproblematik und so weiter reden, wäre Wind genau das Richtige, wenn man das würde umsetzen. Aber da haben wir einfach im Moment wahnsinnige Akzeptanzprobleme. Wenn man sich über zukünftige Energieszenarien Gedanken macht, dann ist ziemlich schnell klar, wir brauchen einen Anteil Windkraft aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil die Windkraft einen sehr guten Ausgleich zur Solarenergie darstellt, denn die Sonne scheint ja nur tags, das wissen wir, aber sie kommt auch überwiegend im Sommer vor. Und die Windkraft ist eben genau umgekehrt, sie ist Tag und Nacht und sie ist überwiegend im Winter. Das heißt, allein wenn wir diese zwei regenerativen Energien kombinieren, haben wir eine Tendenz zum Ausgleich. Hinsichtlich der Ökobilanz von verschiedensten Stromproduktionsformen schneidet die Windenergie bezüglich Umweltbelastung ähnlich wie Wasserkraft und tiefer wie Solar ab. Gut haben wir uns über die Stromsituation in der Schweiz informiert und danke für das Schauen vom Video.